Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video werden wir uns explizit die Neuerungen in der Version 3.70.918 ansehen, die ab den 1.3.2017 verfügbar sind. So, in gewohnter Art und Weise werden wir uns natürlich gleich in die Praxis stürzen und wir werden auf die einzelnen Neuerungen oberflächlich eingehen. Wenn Sie tiefgreifendere Informationen zu den Neuerungen haben wollen, sehen Sie sich die dementsprechenden Hilfevideos an oder lesen Sie in der Hilfedatei für die einzelnen Themen dann einfach nach. Die erste Neuerung befindet sich im Artikelstamm. Im Artikelstamm gibt es nun hier unten eine Checkbox, die sich reale Ware nennt. Was ist es? Und welche Auswirkungen hat es? Eine reale Ware ist natürlich eine Hose, ein Monitor, keine Ahnung, was Sie so verkaufen, die Sie im Artikelstamm eingepflegt haben und für die Sie natürlich auch eine Lagerführung haben. Okay, das heißt, eine reale Ware kommt in echt herein und geht in echt hinaus. Was ist keine reale Ware? Keine reale Ware ist zum Beispiel Arbeitslohn oder eine fest definierte Serviceleistung. Keine Ahnung, das könnte man nehmen, Bremslicht wechseln. Reifen wechseln. So, das ist jetzt halt nichts, was man greifen kann. Das ist also eine Leistung, die aufgrund von einer Arbeitstätigkeit heraus resultiert, die aber nicht messbar ist. Also das heißt, wenn Sie sowas haben, so Arbeitslohn oder Serviceleistungen, die aufgrund Ihrer Arbeitskraft entstanden sind, dann nehmen Sie bitte bei der Neuanlage dieses Häkchen bei realer Ware heraus. An dieser Stelle, Sie haben nur die Möglichkeit bei der Neuanlage, ich mache jetzt mal irgendwas, ja, Sie haben nur bei der Neuanlage die Möglichkeit, dieses Flag zu setzen. Wenn Sie eine Arbeitsleistung haben, dann bitte das Häkchen herausnehmen, auch die Lagerführung an dieser Stelle bitte herausnehmen. Warum? Der nächste Hintergrund für diese Checkbox der realen Ware ist die Inventur. Wenn wir als Beispiel einen Artikel verkaufen, das heißt, wir verkaufen Arbeitslohn. Ja, Sie haben so und so viele Servicestunden verkauft, was auch immer. So, jetzt haben Sie 100 Stunden verkauft. So, ich speichere jetzt das mal natürlich nicht. So, Sie haben jetzt 100 Stunden verkauft. Das bedeutet im Klartext, Sie hätten hier in der Gegenüberstellung bei den Eingangsmengen keinen Eingang, hätten aber 100 Stück verkauft. Somit, ist ja klar, haben Sie natürlich einen Sollbestand von minus 100 Stunden. Wenn Sie nun die Lagerführung, schlau wie Sie sind, deaktiviert haben, ja, steht der Ist-Bestand auf 0, weil Sie gesagt haben, Lagerführung interessiert mich nicht. Bedeutet aber, dass wir eine Differenz von 100 Stunden haben. So, und dieser Button oder dieses Fleck reale Ware bewirkt einfach, dass bei einer Inventur diese Artikel ignoriert werden. Ja, und diese Artikel haben auch keine Lagerführung und bei diesen Artikeln muss auch nicht gezählt werden, weil Sie können nicht Ihre Serviceleiste im Nachhinein inventieren. Okay, das ist mal die erste Neuerung. Die zweite Neuerung befindet sich bei den Abschreibungen. Ich mache jetzt hier einfach mal eine Abschreibung für den Artikel. Keine Ahnung, ich nehme jetzt mal den Siemens oder wir machen es mal ganz interessant. Ich ändere den ganz einfach mal auf 7%. Den mache ich hier auch auf 7%. Sie sehen gleich, worauf ich hinaus will. So. Und jetzt sage ich, den Artikel will ich abschreiben. Und dann nehme ich, was heißt, Mindesthaltbarkeitsdatum. Und den schreibe ich jetzt einfach mal mit 2 Stück ab. Ah, das war jetzt natürlich falsch. Ich will den jetzt auf dem 27. abschreiben, um Ihnen das nur an der Stelle schön zeigen zu können. Mindesthaltbarkeitsdatum. Da sagen wir uns mal 2 Stück. Okay. Wir können uns ja nun diese Abschreibungslisten ausdrucken. In der Version 3.70.918 ist der Ausdruck nun etwas anders. Ich finde etwas schöner. Ich mache das mal ein bisschen größer, damit Sie das sehen. So, hier bei den Abschreibungen haben wir nun eine neue Formatierung und eine neue Darstellung der Liste. In der Vergangenheit war es so, dass die einzelnen Artikel einfach untereinander sortiert nach Datum, also das heißt nach Datum absteigend, aufgelistet wurden. War vollkommen okay. Nun haben wir eine Gruppierung nach dem Abschreibungsgrund und den Tagen. Das heißt, wir erhalten hier alle Abschreibungen, die mit Defekt 19 waren
Wir haben hier Artikel gehabt, die waren verschmutzt, die haben am 24. abgeschrieben. Und interessant ist es auch hier, MDH 7%. Machen wir vielleicht noch ein weiteres Beispiel, damit Sie sich das jetzt besser vorstellen können. Wo haben wir einen Bestand da? Ich mache jetzt einfach mal den. Es macht jetzt keinen Sinn, aber nur damit Sie das sehen, was da passiert. So, den Artikel will ich einmal abschreiben. Dann sage ich eben auch Mindesthaltbarkeitsdatum. Und hier nehmen wir den 27. So. Okay, so. Jetzt gehen wir hier auf Drucken. Machen es ein bisschen größer. Und das ist natürlich jetzt sehr, sehr schön, weil wir hier verschiedene Abschreibungsgründe haben. MDH 7% und MDH 19%. Für diejenigen unter Ihnen, die mit Lebensmitteln arbeiten, ist das ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn Sie haben nun gruppiert nach dem Abschreibungsgrund die dementsprechende Abschreibungsmenge mit den Einkaufswerten und den Verkaufswerten. Also die Liste ist sehr, sehr schön. Auch hier unten sehen Sie dann die Gesamtstückzahl der jeweiligen Mehrwertsteuersätze, die die kumulierten Werte im Einkauf und im Verkauf. Die nächste Erneuerung ist eine neue Art eines Kontos, das Sie anlegen können. Die Konten können wir unter Anwendungen Buchhaltung und Konten verwalten. Ich habe das schon mal vorbereitet. Ich habe hier einfach ein neues Konto hinzugefügt, bei dem ich die Art nicht auf Girokonto noch auf Kasse, sondern auf Sonstiges hinterlegt habe. Sonstiges, hier habe ich ihm gesagt, du bist der Safe. Ich könnte auch Tresor hinschreiben, um das Ganze zu veranschaulichen. Machen wir es einfach so, ist doch wurscht, Tresor. Okay. Wenn wir es eh dazu fügen, dann sieht es auch besser aus. Und speichern wir das Ganze. Naja, ich schreibe, das bin ich. Okay. So, wir haben nun einen Tresor. Wann macht es Sinn oder warum kann das Sinn machen? Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn Sie... So, wir gehen jetzt mal in die Kasse hinein. Ich nehme jetzt mal einen neuen Umsatztag. Okay, da haben wir schon einen Testumsatz gemacht. Dann nehmen wir einfach mal den 1.3. Egal. So, und jetzt verkaufe ich hier was. Und dann verkaufe ich mal 13 Hosen. Und sage bezahlen. Das mache ich in Bar und sage weiter. Ich will jetzt keinen Bon. So, wenn wir nun einen Tagesabschluss machen, ist es ja so, dann entnehmen wir ja normalerweise das Geld aus der Kasse. Machen wir einfach mal. Ich gehe jetzt her und sage, ich will einen Tagesabschluss durchführen. Ja. Wir wissen, dass wir in unserem Beispiel hier 127 Euro Kassenanfangsbestand hatten und wir haben 767 Euro Umsatz gemacht, also haben wir einen verbleibenden Kassenbestand von knappe 900 Euro. Den werden Sie wohl kaum in der Kasse lassen. Wenn Sie nicht täglich Ihr Geld auf die Bank bringen, sondern Ihr Geld irgendwo zwischendurch deponieren und Sie es ganz, ganz streng nehmen, müssen Sie normalerweise diesen Weg des Geldes belegen. Das heißt, dass Sie sagen, okay, jetzt nehme ich, keine Ahnung, 800 Euro und lege die in den Tresor. So, und das werden wir jetzt auch tun. Wir werden jetzt einfach sagen, okay, wir nehmen jetzt Geld aus der Kasse heraus und legen das in den Tresor, weil Sie nur freitags, nachmittags immer die gesammelten Beträge einzahlen. So, und das simulieren wir jetzt einfach mal. Ich sage hier, ich will eine Einzahlung tätigen. Ich klicke auf Neu. Und jetzt wird es interessant. Hier oben haben wir den Empfänger. Wer bekommt das Geld? In unserem Beispiel sagen wir, der Tresor bekommt Geld. Und wir nehmen das Geld von der Kasse 1. Und hier machen wir 800 Euro. Okay? Speichern. Ja. Ja. So. Und jetzt hat der Tresor am 1.3. 800 Euro bekommen. Unser Kassenbestand verringert sich natürlich durch die Einnahme hier. Einzahlungen für Datum 800 Euro. Ich sage jetzt hier mal Journal drucken. Ich will jetzt kein Wechselgeld zählen. Okay. In der Buchführung, und das ist gleich die zweite Neuerung, Auswertungen, Kassenbuch, sehen wir nun, dass wir Geld entnommen haben. In unserem Beispiel haben wir gesagt, okay, wir sind ja schon hier im März. Ja. Und da sehen wir das auch sehr, sehr schön. Früher war es so, da stand hier nur Einzahlung dort. Jetzt bekommen wir einen Verweis auf das getätigte Empfängerkonto, sprich Tresor, Girokonto, Privatkonto. Da könnte jetzt alles dort stehen. Aber bei den Einzahlungen steht halt jetzt auch immer der Name des Empfängers dabei. Jetzt können Sie natürlich sagen, okay, es ist zwar toll, aber wie kommt jetzt das Geld vom Tresor auf Girokonto? Gute Frage.
Und zwar machen Sie das wie folgt. Sie klicken auf Einzahlungen und klicken auf Neu. Also wir erinnern uns, wir haben jetzt Geld im Tresor liegen, sprich unsere 800 Euro. Und jetzt sagen Sie, jetzt ist Freitagnachmittag zum Beispiel, und jetzt könnten Sie sagen, okay, das Geld trage ich jetzt Freitagnachmittag vom Tresor aufs Geschäftskonto. Die Einzahlungen sind hier das richtige Mittel zum, oder ja, das richtige Mittel, um das zu bewerkstelligen. Wir legen einen neuen Datensatz an und sagen, wer bekommt das Geld? Das Geld bekommt nun unser Girokonto. Und wir nehmen das Geld von unserem Tresor. Das heißt, hier geben wir das Datum ein. Ich sage hier, das ist der, keine Ahnung, das ist der 2.3., ist doch wurscht. Und dann nehmen wir jetzt 799 Euro raus. Okay? Und jetzt klicken wir auf Speichern. Ja, wollen wir speichern. Und wir sehen an dieser Stelle, dass wir hier einmal am 1.3. von der Kasse auf den Tresor einbezahlt haben und dann von dem Tresor auf das Girokonto. Das können wir uns nun in den Buchungen ansehen. Unter Anwendungen, Buchhaltung und Buchungen können wir uns nun unseren Tresor ansehen. Und das ist genau das, was wir hier hatten. Wir hatten hier schon mal eine Testbuchung gemacht. Aber das ist das, was wir jetzt gerade gemacht haben. Wir haben heute 800 Euro einbezahlt und 799 Euro herausgenommen. Das heißt, wir haben nun einen verbleibenden Bestand im Tresor von unserer ursprünglichen Einlage von 200 Euro und von unserem Rest, also sprich dem einen Euro, also sprich 201 Euro. Das Ganze können Sie sich natürlich auch jederzeit ausdrucken, indem Sie hier oben auf Drucken klicken, dass Sie sagen, Sie wollen im Konto Tresor, das Konto Tresor haben. Dann sagen Sie, Sie wollen Ihr monatliches Kontenblatt haben und dann wählen Sie dementsprechend Ihren Zeitraum aus. Und das Ganze können Sie nun an dieser Stelle ausdrucken. Okay? Ja, also sehr, sehr schön. Vor allem, wenn man das Geld irgendwo bis zur endgültigen Einzahlung auf ein Konto irgendwo deponieren will. So, und jetzt kommen wir zu der letzten Neuerung, und zwar zu der Wechselgeldübersicht. Unter Verkauf können Sie eine getätigte Wechselgeldkontrolle aufrufen. Okay, wir haben jetzt hier nichts drin, also machen wir jetzt einfach mal schnell was. Ja, nee, machen wir nicht. Wir sagen schon Halbkopien. Ich will jetzt hier für den 27. schnell irgendwas Journalkopie machen. Und jetzt gebe ich Ihnen irgendwas, egal. Okay. Dann sage ich übernehmen. Ja. Okay, dann nehme ich für den 28. mache ich eine Journalkopie. Dann sage ich ihm. Okay. Übernehmen und schließen. Ja. Und dann machen wir jetzt noch schnell einen Tagesumsatz, damit ich Ihnen das auch zeige, damit Sie die Unterschiede diesbezüglich dann auch noch erkennen. Wir nehmen jetzt den 2.3. und verkaufen wieder unsere Hose. Da machen wir jetzt ein paar Stück draus und sagen bezahlen, in Bar, weiter. Ja. Jetzt gehen wir heraus, machen wir unseren Tagesabschluss. Und ich sage, ich will unser Journal drucken. Und jetzt machen wir unser Wechselgeld 3, 2100, ist doch wurscht. Wir machen jetzt irgendwas ohne Berücksichtigung, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ja, stimmt. Ja, ich bin mir sicher. Das wird unser Tagesjournal gemacht. Jetzt kommen wir wieder Verkauf, Wechselgeldübersicht. Wir haben nun drei Zählungen drin für den 27.02., für den 28.02. und für den 2.03. Und wir haben dementsprechend auch unsere Zählmengen drin. Und dieser Button hier ist neu, drucken, markierte Kasse und Wechselgeld. Und hier sehen wir sehr schön, dass wir für unsere markierte Kasse, ja, unsere Kasse 1 in dem Fall, eine Wechselgeldzählung hatten am 2.3. um 19.09 Uhr. Ja, und das haben wir hier auch stehen, 2.3. 19.09 Uhr. Wenn Sie mehrere Wechselgeldzählungen an einem Tag haben, würden die untereinander stehen. Das können wir gleich mal versuchen zu reproduzieren bzw. Ihnen zu erklären. Wir nehmen jetzt mal den 28.02. und sagen, wir wollen das mal ausdrucken. Hier sehen wir als Zählart Z. Z bedeutet, das wurde zwischendurch gezählt, nicht bei einem Tagesabschluss. Okay? Alle Zählungen, bei denen Art hier Z steht, sind keine Zählungen zum Tagesabschluss. Das gibt auch dann wahrscheinlich das Datum und die Zeit wieder. Denn viele machen das, die sagen, okay, jetzt kommt ein neuer Verkäufer, also machen wir mal schnell einen Zwischenbericht. Wir zählen das Wechselgeld, ob es denn stimmt.
So hatte ihn oder so hätten sie dann eine schönere Kontrolle, um festzustellen, ob sich irgendein Verkäufer vergeben hat oder ob einfach zu viel Wechselgeld in der Kasse ist oder eventuell zu wenig. Sehen wir uns den 27. an, da haben wir auch eine Z-Zählung, also eine Zählung zwischendurch. Und eine Zählung bei einem Tagesabschluss trägt auch die Tagesabschlussnummer. Auch sehen Sie, wie viel Geld das in der Kasse drin sein soll. Hier soll laut Buchführung und ist laut Zählung. Dann sehen Sie denjenigen, der gezählt hat. Und wenn eventuelle Abweichungen entstehen aufgrund der des Sollbestandes des Wechselgeldes laut Buchführung und Ihrer Zählung, dann wird hier die Differenz dementsprechend aufgelistet. An dieser Stelle, also sehr schöne Funktion, bitte ich nochmal darauf zu achten, dass Sie in den Systemeinstellungen in Wabi Profi 3 in der Karteikarte Verkauf die Möglichkeit haben, hier die Wechselgeldzählung generell zu aktivieren und Korrekturbuchungen von Wabi Profi 3 erstellen zu lassen. Das bedeutet, wenn Sie Diskrepanzen vom eigentlichen Sollbestand Ihres Wechselgeldes zum tatsächlichen gezählten Bestand Ihres Wechselgelds haben, werden dementsprechend Zoll- oder Habenbuchungen im Kassenbuch vorgenommen. Und das sehen wir hier an dieser Stelle. Wir haben ja am 2.3. hier, als wir den Tagesabschluss durchgeführt haben, haben wir einfach zu viel Geld in der Kasse gehabt. Somit hat Wabi Profi 3 durch die Aktivierung dieser Option, die Sie gerade in den Systemeinstellungen gesehen haben, eine Korrekturbuchung über diesen Mehrbestand im Wechselgeld im Kassenbuch durchgeführt. So, damit im Falle einer Sichtprüfung Ihr Wechselgeld bzw. Ihr Kassenbestand auch natürlich stimmt. So, jetzt sind wir fertig. Ich hoffe, diese Neuerungen haben Ihnen gefallen. Nein, wir sind noch nicht fertig. Eine Kleinigkeit haben wir vergessen. Bei den Datensicherungen haben Sie die Möglichkeit, sich mit einem Dropbox-Konto zu verbinden. Hierzu möchte ich Sie darauf auf ein Video verweisen, das Sie bereits auf unserer Homepage wiederfinden. So, hier unter Status Neuerungen sehen Sie auch in der Version 18. Diese Datensicherung oder dieses Datensicherungsvideo, deswegen werde ich an dieser Stelle nicht drauf eingehen, bloß kurz da dazu. Sie können quasi Wabi Profi 3 mit der Dropbox synchronisieren, so damit Sie eine erstellte Datensicherung in die Dropbox rüber kopieren, automatisch. Und wenn Sie irgendwo anders Ihre Wabi Profi 3 starten, zum Beispiel zu Hause, können Sie das, was in der Dropbox gespeichert war, sich herunterladen lassen und auf Ihren lokalen System einspielen. Auch eine sehr schöne Funktion, wie ich denke. An der Stelle vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr genervt und wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.